Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur 356. Folge von Hard Economic Done hier im American Truck Simulator mit den Hard Economic Mod von Herrn Klaas. Ja, letzte Folge hier angehalten, um ja, die Situation irgendwie mal neu einzuschätzen. Wer es gesehen hat, wir sind schon an unserer Ladestelle vorbeigefahren, haben aber das Problem gehabt, dass wir verkehrt herum herangefahren sind. Das heißt, wir müssen irgendwo drehen. Und da werde ich jetzt hier mir mal diesen Parkplatz hier nach Möglichkeit schnappen. Ich hoffe, der LKW hinter uns lässt den Abstand ungefähr so, wie er gerade ist, dass wir hier rückwärts reinrangieren können. Ich möchte ungern steiler einknicken, muss ich aber, sehe ich gerade. Weil ich ja über rechts rangieren muss und da ist halt das Problem, dass du dann ab einem gewissen Winkel im Blindflug bist. Der Truck hält schön Abstand, der Kollege. Wenn wir auf die Mauer aufpassen, dass wir hier mit der Haube noch nicht dagegen fahren. Und ich denke, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir mal aussteigen müssen und uns ein bisschen Übersicht nach hinten verschaffen. Ja, wir müssen steiler, noch steiler werden jetzt, denke ich mal, sonst wird es eng. Dass das hier so erbärmlich auch noch regnen muss hier, das ist überhaupt nicht schön. So mit der Haube, das passt soweit. Frei, oder? Ja, wenn jetzt einer damit denkt. Ja, das wird jetzt Botschein können, das ist klar, ne? Ich danke dir. Ja, einfach gerade reinfahren auf den Parkplatz und da wären wir wahrscheinlich nicht drum rumgekommen, das wäre zu eng gewesen. Das wäre zu eng geworden, das hätte nicht geklappt. Glaube ich nicht dran, dass es geklappt hätte. So, und hier durchfahren wäre die andere Option gewesen, das wäre mir aber auch zu eng. Das, mit einem normalen Stück gut Auflieger wäre das vielleicht gegangen, aber nicht mit dem langen, mit der langen mobilen Barriere hier, das wird nichts. Schade, wir fahren jetzt hier an der gelben Linie vorne lang, ne? Und der Auflieger ist richtig krass. Oh, jetzt fahren wir an der gelben Linie lang vor der Achse und der Auflieger ist richtig krass auf der Standspur, also. So.
So, hier ist schon die Ankündigung für die Baustelle und die Baustelle selbst ist ja unsere Ablagestelle. Ja, die letzte Folge sind wir von der anderen Seite gekommen. Wie gesagt, wer es gesehen hat, kann sich entsinnen. Lass uns Licht lieber noch an, nicht, dass wir noch eine von Bug kriegen. Ja. Hat eben jetzt unheimlich viel Zeit gekostet, ne? Ich war jetzt nicht zu spät dran. Ah, geht. Na, dann denk dran, das Ding ist elendig lang. Blöden Wandbalken hier vorne, die unbedingt so sein müssen. Vorne ist alles okay, okay. Ja, vorne ist alles okay, gut. Würde vielleicht besser klingen, wie zweimal okay zu sagen. Ja, jetzt sind wir ziemlich weit links noch. Mir doch noch mal so, jetzt sind wir auf Kurs. Warten, bis das Hütchen grün wird, noch kurz einlenken hier. Aber es ist noch ein bisschen schräg gewesen. Ja, es ist grün. Sieht man, sieht es kaum, aber es ist grün. Oh, ein Krampf, oder? Ein Krampf. So. Da würde ich sagen, sattel mal ab. Lassen das Ding hier stehen und ja, ich suche mir dann mal einen neuen Auftrag. So. Ja, selbe Stelle, selbe Welle. Ich bin nur schon mal ein Stück unter dem Auflieger hervorgefahren. Und hat mir auch schon eine Tour rausgesucht. Wir haben jetzt ein paar Meilen Leerfahrt vor uns. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Meilen das überhaupt sind. Es hält sich aber an Grenzen, also ist jetzt nichts. Nichts Weltbewegendes. Wir fahren jetzt im Prinzip die Arizona 64 ein Stück nach vorne, also Richtung Osten. Du bist aber aggressiv, Junge. Ja, die Arizona 64 ein kleines Stück Richtung Westen. Treffen wir dann auf die US 89, die uns nach Norden führt, nach Page. Page in Arizona. Da steht es mit dran, habt ihr das gelesen? Nach links.
Ups. Danke. Ja, hier haben wir vorhin gedreht, ne? Da ist er, die Arizona 64. Beim Page selber gab es leider nichts für uns ladungsmäßig. Jetzt sollen wir 55 fahren. Und jetzt sogar 65. Ja, der Ablauf wird so sein, dass wir jetzt da hinfahren zur Firma Texaco. So eine Raffinerie irgendwie, so eine Bude halt. Es geht um Benzin oder was, Diesel? Ne, Benzin glaube ich. Eine Ladung Benzin für in der Nähe von Fresno, Kalifornien. Und müssen wir jetzt mal sehen, ob wir da jetzt noch laden oder ob wir da jetzt uns nur anmelden. Ich denke mal, wir werden uns nur anmelden. Weil unsere Zeit rennt uns davon. Ja, ich weiß, ich war irgendwie immer ziemlich weit vor. Ich stehe mit der Achse immer schon über der Haltelinie. Das ist die von mir vorhin angesprochene US 89. Ne? Ihr habt das nochmal schwarz auf weiß. Ganz schönes Geschlängel hier eigentlich, aber mit der Solozugmaschine ist eigentlich ganz gut zu bewältigen. Ne? Ah, da geht es nämlich schon los, da werde ich mich wahrscheinlich nur anmelden und sagen, hier, ich nehme die Tour an, ne? Ich bin da und lasse den Trailer auch da in der Bude stehen. Nebenan ist kleine Werkstatt hier, da kann ich bestimmt eine Pause machen. Da werden wir da unsere Pause machen oder da dann am nächsten Morgen dann erst die Ladung an sich aufnehmen. Nur halt nur, müssen uns heute schon mal anmelden. Ne? Wir haben gesagt, die wollen das auf jeden Fall heute loswerden. Die Tour. Und ja, da muss ich halt dort sein. Ich kann jetzt nicht anrufen und sagen, das geht halt nicht. Ne? Ich muss halt hinfahren. Ja, wenn ich aber hinfahre und sage, hier, ich bin da, dann ist denen das alles andere den wurscht. Ne? Dann ist die Ladung an mich abgegeben und was ich dann damit mache und wie lange ich brauche und ob ich die noch 3 Tage dort stehen. Also das ist den wurscht, Hauptsache, die kommt halt pünktlich an. Ja, deswegen hinfahren, sagen, ich bin da und dann zurück, sonst auf dem Parkplatz hier von der Werkstatt hier wird es bestimmt ziemlich eng werden mit Trailer. Wir fahren aber vorher dran vorbei, da können wir mal ein Auge riskieren und können wir dann vor Ort entscheiden, ob wir gleich aufsatteln oder
ob man Trailer erstmal stehen lassen. Wie gesagt, das bietet sich an, weil das ja mehr oder weniger wirklich Nachbarn sind, die Werkstatt und die Bude, wo wir hinfahren. Deswegen ist das halb so wild. Fetzt eigentlich auch mal ohne Tempomat zu fahren. Einfach mal mit dem Fuß Gas zu geben. Klingt komisch, ist aber so. Werbetafel. Ich habe heute nur irgendwas Rotes gesehen, konnte es nicht definieren. Aber hier, das war die Werbetafel. Public Storage. Oder war es die Werbetafel? Weiß ich ja nicht. Kann auch sein. What? Reduce its speed limit ahead. Na gut, 55 sind wir sowieso nur gefahren. Ja, aber das Speedlimit ist wenig, das Problem, die Kurve hier ist problematisch. Und der Berg dahinter vor allem. Weil da kannst du dicht auffahren, wie du willst, hinter mir. An mir liegt's nicht. An mir liegt's nicht. Ah, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir da. So, City Limit Page. Ich überlege gerade, ob mich hier mal jemand darauf hingewiesen hatte, dass das gar nicht Page ausgesprochen wird, sondern Page. Oder Page oder irgend sowas. Ich weiß es nicht mehr. Kann ja sein, dass ich mich da irre und dass das tatsächlich Page ausgesprochen wird. Wer es genau weiß, könnt es natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Ne? Sollen das immer hier? Wir müssen halt nur mal aufpassen. In Arizona hast du oftmals innerhalb geschlossener Ortschaften ein Speedlimit von 25 Meilen die Stunde. Und nicht 30 oder der. Oder gar 35. Und da bist du schnell mal drüber, gerade wenn du solo unterwegs bist. Weil 25 Meilen pro Stunde, 25 Meilen pro Stunde sind umgerechnet. So um 40, ne?
40 km/h. Könnten sogar ziemlich genau 40 km/h sein. Salt River Project. Muss ich das kennen, Digga? Der ist aber auch hart, ey. Ist der dritte Gang hier länger übersetzt wie beim 13 Gang Getriebe? Kann es das sein, dass der da sich so hat? Das lässt mich sowieso raus, so wie ich es auch einschätze. So, hier ist die von mir angesprochene Werkstatt, wo ich gerne Pause machen würde. Ja, die haben nichts für. Die haben nur für Solozugmaschinen Parkplätze. So, und hier ist die Bude. Geht's rein. Ja, ich werde das jetzt mal klären, wa? Dass ich da bin und mich dann bei euch wieder melden. Moin moin! Ja, ich war mal so frei, ne? Und bin schon mal offscreen sozusagen hier zu dem Händler gefahren, wo wir waren, um meine Basis zu machen. Ja, die Tour ist wie gesagt angenommen. Wir sind solo unterwegs und fahren jetzt quasi noch den Trailer holen. Wie gesagt, die Tour angenommen, Papiere habe ich. Alles kein Thema. Ich bin übrigens genau bei Null. Ja, also hier bei der Einfahrt hatte ich 2 Minuten Restfahrzeit und genau bei Null stand ich hier drin. Also es war wirklich eine Punktlandung. Schade eigentlich, dass ich das nicht aufgenommen habe. Wirklich schade. Das ist doch ein bisschen verschätzt. Ja, die dürfen hier bis hierher dürfen sie 35 fahren, deswegen kommt er relativ zügig an. Gut, dass es der Kopf nicht gesehen hat, ne? Normalerweise da hinten höre ich irgendwo. So, mal ein bisschen langsam machen hier. Die sehen sie nicht so gerne, wenn du hier so lang bebst. So, wo bist du, mein Trailer, aber müsste 2-Achser sein, irgendwas hier. Auch hier hinten im Eckchen. Ja. Schön. Ja, Texaco, das geht auch wieder zur Firma Texaco. Ich weiß allerdings noch nicht mal richtig, ob das eine Tank. Nee, das ist, glaube ich, auch so eine Bude, so eine Raffinerie. Warum die das bestellt haben, warum die das brauchen, weiß ich nicht. Jetzt sind wir zu weit links.
Ja, es schaut schon besser aus, ja. Es schaut schon besser aus. Ja, war jetzt übrigens kein sehr dringender Termin, ne? Aber da kann ich ja gleich nochmal drauf eingehen. Nur für die, die sich vielleicht schon fragen, Mensch, Stolz, schaffst du das überhaupt jetzt noch, wenn du die Tour annimmst und erstmal Pause machst? Da habe ich mich informiert, habe ich geguckt. Sollte eigentlich zu schaffen sein, erstmal hier, müssen wir schaffen, hier den Trailer aufzukuppeln, so. Dann machen wir jetzt nochmal einen kleinen Rundgang, wa? Markerlights gehen, Blinker gehen. Klopf, 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 ne? Drei oben gehen, die drei unten gehen, Blinker funktionieren auch, einwandfrei. Rotes Markerlight. Viermal klopfen bitte. Verschlüsse überprüfen. Hähne überprüfen, ob sie zu sind. Markerlight geht, Blinker geht. Zugmaschine auch, jawohl. Hinten da funktioniert auch alles. Bremslicht, Licht, Blinker. Markerlights. Viele, viele Markerlights. Noch mehr Markerlights, noch mehr Markerlights, Markerlights, LED, Blinker, Fernlicht haben wir nicht an. Und ja, noch mehr Markerlights. Hammerhart, oder? Gut, dann würde ich jetzt mal behaupten, sind wir am Ende einer Folge. Und was die Tour nun alles so mit sich bringt, das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Also würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben da lassen, abonnieren, kommentieren, was das Zeug hält. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Quatsch und rechts. Grüß die Leute. Macht's gut. Ciao.